So, dann sind wir wieder bei WoW. Und da wir sind zwar Level 30 und das Gebiet ist somit eigentlich underlevelt für uns, aber wir möchten ja durchaus Zeit noch ist Geld. Legionär werden und deswegen machen wir die Quest hier noch. Wir haben keine Zeit mehr. Sie kommen, übernehmt die Kontrolle über eine schwere Kanone und holt die Gnome vom Himmel. Die Bombe wird explodieren, wenn sie zu oft getroffen wird. Und wir mit ihr. Verteidigt die Basis. Ihr seid unsere einzige Hoffnung. Meldet euch bei Oberanführer Kromgar, sollten wir das wieder erwarten, überleben. Falls ihr je was braucht. Okay, dann steigen wir mal in die Kanone ein. Uah. Okay. Die sind ganz schön schnell. Yay. Alles abballern. Gibt nichts Schöneres auf der Welt. Bei spannender Musik natürlich. Boah, nervt ein bisschen, dass man die Kanonen nicht ganz drehen kann. Okay. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Immer noch 15 Kommandanten. Wie sie sich alle mit den Fallschirmen die Fallschirme abwerfen hier. Die Säcke. Ich kann jetzt übrigens auch nicht unterscheiden, ob das jetzt ein Legionär ist oder nicht. Ich schieße einfach alles ab, was sich bewegt. Über das so wacht bei der Luftwaffe. Luftwaffe, yay. Komm schon. Was haben die eigentlich vor? Ich glaube, die wollen hier die Basis abballern. Boah, komm schon. Ich soll jetzt mal gut. 25. Fertig. Ich möchte jetzt bei der Beförderung. Wo ist er? Ach, da. Ich habe noch nie eine so mutige Tat gesehen. Ihr habt die Basis gerettet, Unteroffizier. Oder sollte ich besser Legionär sagen? Lockdown. Kraft! Yay. Ja, wir könnten jetzt halt zum nächsten Stützpunkt gehen. Aber wir können auch Leb einfach wohl! in ein anderes Gebiet gehen. Bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Also wie gesagt, das hier ist halt jetzt nicht mehr unser Level und somit ein bisschen kriegen wir ein bisschen wenig EP. Deswegen würde ich mal vorschlagen, gehen wir nach Orgrimmar und gucken mal, wie wir ins Hinterland kommen. Ich weiß nämlich nicht, ob wir dort so einfach hinkommen. Wahrscheinlich nicht. Das Hinterland macht seinem Namen nämlich alle Ehre und es dauert ein ganzes Weilchen, bis man da ist. So. Wir können auch schon mal eine INI anmelden. Melden wir doch mal eine INI an. INI anmelden. Ups. Warum hat das jetzt nicht geklappt? Ihr seid für zu viele Instanzen eingereiht. Ich glaube nicht, Blizzard. Ich bin für überhaupt keine Instanz eingereiht bisher. Moment mal. Okay, kann es sein? Ah, jetzt. Okay. Das war komisch. Den Bug hatte ich noch nie. So, und ich wollte euch heute, während wir ins nächste Gebiet reisen, ein bisschen erzählen von meiner Vergangenheit als Roleplayer. Da habe ich nämlich so ein paar Sachen erlebt, die ganz lustig waren. Und zwar habe ich damals zu Wrath of the Lich King Zeiten eine Gilde geleitet, die hieß, glaube ich, die Wächter der Aspekte oder sowas. Und da war ich da auf die Aldor unterwegs. Das ist ein RP-Server. Und dort haben wir dann diese Gilde gegründet. Das war dann mit meinem damaligen Freund zusammen. Und
Ich hatte dann, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, ich hatte dann eine untote Magierin gespielt und... Oh, ich glaube, wir haben Oktoberfest hier, Braufest, oder? Ist Braufest? Jo, es ist Braufest. Geil, dann können wir... Planänderung, ich zeig euch mal das Braufest. Das ist nämlich voll witzig. Weil da geht es nämlich nur um Saufen, müsst ihr wissen. Nee, warte mal, wir können die Quest eigentlich direkt annehmen hier von den Orkbürgern. Zack. Was braucht ihr? Sprecht mit dem Organisator des Braufests beim Braufestplatz außerhalb von Orgrimmar, um ein kostenloses Bier zu erhalten. Sicher. Ja, gerne doch, ne? Freibier nehmen wir immer. Jedenfalls haben wir da diese Gilde geleitet und es war halt ziemlich lustig, da die Leute einzusammeln, weil wir hatten halt dieses Konzept, dass es sozusagen mehrere Gruppen gab, mehrere Untergilden sozusagen, die dann für jeden Drachenaspekt, also für jeden Drachenschwarm sozusagen so ein eigenes Konzil... Alter! Ist das laut? Also bei mir auf dem Kopfhörer gerade. Dröhnt mir hier schon die bayerische Musik entgegen. Aber, ja. Das war ganz witzig auf jeden Fall. Ich glaube, ich erzähle euch das dann lieber weiter, wenn wir mit dem Braufest durch sind, weil das wird jetzt nämlich total crazy. Jetzt müsste ich noch so einen Weizen in der Hand haben. Hallo. Hey, noch ein Magier. Willkommen zu meiner jährlichen Feier des Braufests. Ihr solltet von den herrlichen Speisen und Getränken kosten. Was? Freibier? Ja, schon gut. Ich schätze, so etwas in der Art haben wir für dieses Jahr versprochen. Dschungeltropfen oder kleiner Schwips? Wir nehmen mal den Dschungeltropfen. Und was kann man hier auf dem Braufest machen? Ist das laut? Also im Prinzip kann man halt, Minispiele machen, tägliche Quests und dann gibt es hier irgendwo, lass mich kurz schauen, einen Rüstmeister, Weinverkäufer, Wurstverkäufer. Nee, jetzt weiß ich gar nicht, wo der Rüster ist. Verdammt, sonst hätte ich euch gleich mal gezeigt, was man so kriegen kann. Und dann gibt es halt noch... Ach, den haben sie jetzt gerade gar nicht drin, siehst du? Normalerweise gibt es dann halt auch immer noch so einen Boss, den man töten kann, um einen Mount zu bekommen. So, hier zum Beispiel kann man Bier werfen, um irgendwelche Viecher zu treffen. Jetzt weiß ich aber gar nicht, wie das geht. Wo ist es da? Zack, Treffer 1. Ups, jetzt habe ich selber gesoffen, das wollte ich nicht. Ja, im Prinzip ist das jetzt nicht so witz... ist das etwas witzlos, weil man hier halt nicht zielen muss. Auf dem Dunkelmond-Jahrmarkt finde ich persönlich die Aufgaben ein bisschen interessanter. Da muss man sich zum Beispiel mit einer Rakete wegschießen und sowas. Und dann genau in einen Ring treffen. Das ist gar nicht so einfach. So. Ihr habt es geschafft. Okay, dann kriegen wir 10 Braufestmarken. Schön, dass ich helfen konnte. Und für diese Marken kann man sich dann eben Zeug kaufen. Vielleicht bei dem hier. Widderrennmeister. Oh, das Widderrennen, das ist so... Ich zeig's euch einfach, aber es ist halt... Bleibt gut drauf. Okay, folgendes. Wir müssen im Prinzip gerade immer schön den Widder antreiben. Und dabei die Geschwindigkeit halten. Und wir haben gerade schon verkackt. Und je stärker, also je häufiger wir klicken, desto schneller wird er wieder. Jetzt machen wir mal eine Geschwindigkeit mehr. Man muss sozusagen abschätzen, wie häufig man drücken muss, um die Geschwindigkeit zu halten. Das ist relativ wichtig dann später für die nächste Quest, wo man dann Kurier spielt und sich diese Geschwindigkeiten einteilen muss, weil der nämlich auch erschöpft wird, der Widder.
Und wenn man dann ganz weit reiten muss und nun unten eine Geschwindigkeit, nee, ein Zeitlimit hat, ist das halt gar nicht so einfach. Hey, wie geht's euch so? Hey, das war gar nicht schlecht. Seid ihr sicher, dass ihr kein Zwerg seid? Wir wurden auf legale Weise erworben, nur damit wir uns verstehen. Ja, okay. Was müssen wir jetzt machen? Genau, wir müssen ein Fässchen abholen. Kann ich euch dann gleich mal zeigen, wie das dann läuft. Also wir treiben den Widder an und dann gehen wir zu dem Fässchen. Normalerweise überlappt sich das hier übrigens nicht so komisch. Das ist nur wegen meinem Interface. Das stört mich aber nicht weiter. Hui. Schön, jetzt kann ich euch ganz spontan mal das Braufest zeigen. So, da hinten ist der Typ. Komm, wirf mir das Fässchen zu. Und zurück. Ja, ist halt nicht so spannend, diese Quest. Ich habe das trotzdem irgendwie letztes Jahr, glaube ich, habe ich das täglich gemacht, weil ich den Meta-Erfolg haben wollte. Ich zeige euch das gleich mal. Es gibt nämlich verschiedene von solchen Welt-Events. Und im Prinzip ist es halt immer das Ziel, dann die Meta-Erfolge zu bekommen, damit man am Ende den lila Protodrachen bekommt. Ein ziemlich seltenes Mount, wie man sich vorstellen kann, weil diese Quests hier alle irgendwie übers Jahr verteilt sind und wenige Leute... Oh Gott. Ja, das ist jetzt schlecht. Jetzt habe ich einen Dungeon-Proc. Aber wir sind gerade sowieso relativ langsam. Was machen wir jetzt? Gehen wir in die Inni oder machen wir die Quest zu Ende? Ich glaube, wir machen mal die Quest zu Ende. Weil... Das ist sonst ziemlich ätzend, das nochmal machen zu müssen. Wobei es auch sein kann, dass ich die Quest gar nicht hätte neu starten müssen. Guck, der läuft gerade in Zeitlupe. Das passiert halt, wenn der wieder ganz erschöpft ist. Also ich glaube, wenn man hier die 100 erreicht, dann läuft er plötzlich in Zeitlupe. Und das ist nicht so toll. Im Prinzip muss man diese Aufgabe halt schaffen, solange der Widder aktiv ist. Also nach 4 Minuten ist er halt weg. Das ist dann sozusagen das Zeitlimit, unter dem man ist. Ja, wie gesagt, die Quests sind nicht so spannend. Ich wollte euch da jetzt auch nicht stundenlang was, also alle Quests zeigen. Ich wollte euch gleich nur noch mal kurz den... Rüstmeister kaufen, zeigen. Nein, kaufen möchte ich den nicht. Oh Gott, wir haben erst 2 Fässchen abgeliefert. Ich sag euch, wie es laufen wird. Wir werden den Widder gleich verlieren. Ja, der dauert, ist nur noch 1 Minute aktiv. Menno. Das schaffen wir, glaube ich, nicht. Vielleicht auch doch. Mal sehen. Komm schon. Schnell. Und ganz schnell umdrehen gleich. Zack. 30 Sekunden. Könnten wir schaffen. Könnten wir schaffen, wenn wir jetzt nicht ganz langsam werden. Komm schon. 20 Sekunden. Oh Gott, wird das knapp, aber das schaffen wir nicht. Schaffen wir nicht. Toll, ey. Das ist jetzt ärgerlich. Zwei, eins, null und er ist langsam. Und die Quest bricht übrigens nicht ab. Wir könnten uns jetzt einfach 9 wiederholen. Und das letzte Fässchen noch holen. Aber ich glaube, ihr habt auch das Prinzip verstanden, ne? Also, von daher, Moment mal kurz. Wo ist jetzt der Rüstmeister? Der stand eigentlich immer vorne rum. Vielleicht ist er inzwischen auch woanders. In der Stadt drin zum Beispiel. Und wir melden direkt wieder die Inni an, weil ich,
glaube, ihr habt das Prinzip vom Braufest verstanden. Man kann dann diese Aufgaben halt täglich machen und im Prinzip hilft einem das dann eben, diese Marken zu kriegen und diese Marken. Komisch, warum der Dungeon Browser dann immer plötzlich pausiert. Und über diese Marken kann man sich dann Sachen kaufen. Dieser Kopf da ist übrigens vorhanden, weil jemand Nefarian gelegt hat. Ein Boss noch aus 60er Zeiten, also wo man nur Level 60 werden konnte. Und ja, immer wenn den jemand tötet und jemand die Quest abgibt, also seinen Kopf abgibt, dann wird er hier aufgespießt. So, genau, Bier des Monats e.V. Ich glaube, das sind die Typen, hallo, oder? Mann. Mögen die Geister mit euch sein. Was habt ihr für mich? Genau, hier kann man die Sachen kaufen. Hier kann man zum Beispiel eine Braufesttracht kaufen und teilweise auch so Pets, Spielzeuge und so ein paar neckische Sachen halt. Ein dampfbetriebener Würstchengrill, wie geil ist das denn? Da kriegt Marco gleich große Augen. Jedenfalls ist das ganz süß. Und ich zeige euch jetzt mal kurz noch was zu den Meta-Erfolgen. Und zwar haben wir das hier bei... Wo ist es denn? Quests, glaube ich. Weltquests. Nee, nicht Weltquests. Wo ist es denn? Ich dachte, das wäre bei Quests. Erkundung, Spieler gegen Spieler, Berufe, Ruf, Weltereignisse hier. So, das sind die ganzen Weltereignisse, zu denen man die Meta-Erfolge machen kann. Und wenn man die alle geschafft hat, dann kriegt man, erstmal kriegt man dann einen Titel. Also ich habe jetzt zum Beispiel Braumeister geschafft und habe dann eben auch den Braumeistertitel dafür. Flammenbewahrer habe ich gemacht, Schlotternächte habe ich gemacht. Und dann fehlen mir halt noch einige. Und wenn man alle hat, dann bekommt man den violetten Protodrachen. Und ihr seht, ich war da auch ein bisschen träge bisher und habe das auch alles noch nicht gemacht. Aber so läuft das dann. Also fürs Braufest braucht man zum Beispiel, also falls ihr das jetzt machen wollt, das Braufest geht übrigens noch, ich glaube, es geht 2 Wochen, genau, vom 20. bis zum 6. Das sind fast 3 Wochen so. Nee. Das sind nicht fast 3 Wochen, es sind etwas mehr als 2 Wochen. Und was ihr dann braucht, sind halt diverse Quests. Also hier zum Beispiel das Bier des Jahres habe ich mit einem anderen Charakter angefangen. Dann kriegt man so ein Abo und kriegt halt jeden Monat, also wirklich jeden Monat physisch, nicht physisch. Was laber ich denn hier eigentlich? Nein, ihr kriegt das nicht in euren echten Briefkasten, das Bier, sondern ihr kriegt es halt in euren Ingame-Briefkasten und dann müsst ihr halt jeden Monat verschiedene Biere probieren. Und wenn ihr alle 12 durch habt, dann kriegt ihr das Bier des Jahres-Erfolg. Der ist aber nicht zwingend notwendig für den Meta-Erfolg. Für den Meta-Erfolg braucht ihr halt nur diese 6 hier. Um das nochmal kurz zu erklären. Also zum Beispiel... Erhalte deinen Wolpertinger von einem Braufesthändler und so weiter und so fort. Ja. So sieht's aus mit dem Braufest. Und in der nächsten Folge erzähle ich euch dann aber, wenn wir dann ins Hinterland reisen, erzähle ich euch dann aber wirklich mal von... Komisch. Wieso habe ich denn hier keine Quests fürs Hinterland? Ah. Abenteuerführer? Da. Genau, und das machen wir dann als nächstes. Oh, die Leute spammen im Chat rum. Ich wollte gerade schon auf Timeout drücken, weil ich ja den Chat moderiere immer bei Marco. Aber das ist ja irgendwie Blödsinn. Genau, das Hinterland. Und ich fürchte nur, wir kommen da nicht so schnell hin. Müssen wir dann mal schauen, wie weit wir kommen. Und zwar, ich weiß gar nicht. Wir können ja mal gucken. Beim... Flugmeister, wo wir hinfliegen können. Bis wo wir hinfliegen können. Und dann werden wir das mal machen. Wobei die Hinterland-Quests jetzt, glaube ich, auch nicht so spannend sind.
Naja, es sind aber auch nur noch ein paar Minuten bis zum Dungeon Browser Proc, den wir uns dann vermutlich in der nächsten Folge zu Gemüte führen werden. Und dabei werde ich euch dann ein bisschen was erzählen zu unserer Gilde und zu dem, was ich sonst noch so im RP-Leben getrieben habe in WoW. Übrigens das einzige Spiel, mit dem ich überhaupt Roleplay-Erfahrung habe. Ich war mal ganz, ganz kurz auf einem Neverwinter Nights 2-Server, der irgendwie nur fürs Roleplay gedacht war. Wie kann ich euch helfen? Das war ganz witzig, aber... Ach, ich bin ja doof. Wir können ja gar nicht... Hier, von hier aus können wir gar nicht hin. Das ist ja auch in den östlichen Königreichen. Der Hinterland. Wo ist es denn jetzt? Da. Genau, und das müssten wir dann eigentlich von Unterstadt aus machen. Ja, dann teleportieren wir uns doch mal nach Unterstadt. Ach, man hat's schon leicht als Magier. Bam, bam, bam. So. Genau. Können wir eigentlich schon ein neues Portal lernen? Nee, erst ab Stufe 42 können wir Leute teleportieren. Na gut. Also dann können wir uns nicht mehr nur selber teleportieren, sondern können halt für Gruppenmitglieder ein Portal aufmachen. Und die können dann da durch. Genau. Und ich reite jetzt mal zum Flugmeister und wir gucken mal, wie weit wir fliegen können. Und solange mache ich eine kleine Videopause. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dahin. Ciao.